Nicht mal wahrscheinlich. Sekunden. Geil! Geil! Wichtige Punkte, die musst du mitnehmen rein. Und damit kommen wir zum kurzen Spielverlauf und kurzem Spielfazit. Ich sage kurz, weil es jetzt mal ein bisschen ausgeartet ist mit knapp einer halben Stunde gegen Frankfurt. Davon gehe ich diesmal nicht aus, weil so wird das Spiel nicht hergegeben wie Frankfurt, ne? Ist auch ganz klar. Aber wie immer, kurz Spielverlauf mit meinen Notizen, die ich mir gemacht habe während dem Spiel, dann über kurzes Spielfazit und Spielausblick oder Ausblick generell zum VfB. Das erste war Stergi und Wagnermann, also Startelf, der Blick auf die Startelf. Das war ja am Anfang, wo es standen, war es ein 5-3-2, das war ein bisschen untypisch. Aber dann, ja, Stergi wieder reingekommen, was auch das schon ein bisschen überraschend war, nachdem der, glaube ich, ein paar Minuten bei der U21 gespielt hat, danach oder drumherum sonst nichts, davor verletzt gewesen. Jetzt durfte er direkt Startelf spielen, aber hat seinen Job gut gemacht. Wir wissen, Sergio kann kicken, der kann das da hinten. Also schön, dass er zurück ist. Ne? Lazarett defensiv, immer schön, wenn jemand zurückkommt und sich nicht wieder nochmal jemand einer verletzt. Wobei gerade das Lazarett natürlich in schlimmerem Ausmaß fast noch vorne haben, logischerweise. Undav, El Bilal, ne? Die ganzen Bestätigungen von, glaube Undav bis Weihnachten oder halt bis Winterpause vermutlich. Schwierig, dass er nochmal ein Spiel macht. El Bilal fällt noch länger aus mit seinem Mittelfußbruch. Das tut sehr, sehr weh. Aber wir waren gerade bei der Startelf. Wagnermann, das nächste Ding gewesen, spielt da so ein bisschen den rechten Flügel. Ja, weiß ich nicht, ob das Zukunft hat. Also das fand ich nicht wirklich gut.
hat mich auch ein bisschen gewundert, dass da halt nicht dann ein Rieder spielt oder wer auch immer oder jetzt nach der Einwechslung dann auch vielleicht sogar mal ein Deal von Beginn an, sondern eben dann irgendwie ein Rechtsverteidiger da vorne spielt. Ein Plan wird es gehabt haben, aber ich fand der ist nicht so ganz aufregend, zumindest in Wagnermann selbst als Person nicht, fand ich es nicht so ein gutes Spiel. Jetzt nicht horrend schlimm, ne, aber halt einfach vergleichsweise kein gutes Spiel, eben auch gerade vergleichsweise mit dem Stergel zum Beispiel, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Und auch da muss man sagen, Länderspielpause-mäßig, war wieder schön zurück zu sein, dass die Liga zurück ist und so weiter und so fort. Auch wenn ich fairerweise sagen muss, dass ich schon, ja, länger her war ich mal genervter von Länderspielpausen als jetzt, weil der VfB spielt nonstop, da ist nonstop Dreifachbelastung, kommt die Arbeit dazu und so weiter und so fort. Also langsam finde ich es gar nicht mal verkehrt, wenn hier und da mal eine Länderspielpause ist, also Betonung auf Pause. Meine, auch dann gibt es genug zu tun, aber zumindest mal Ligapause, Alltagspause, sage ich mal, Wochenendalltagspause. Deswegen bin ich gar nicht mehr so abgeneigt aktuell von Länderspielpausen, aber natürlich trotzdem wunderschön zurück zu sein. Dann direkt die Chance oder die erste Flanke, so ein bisschen auf die Latte oben drauf. Ballbesitz noch und nöcher, auch ganz klar. Schabu ab der Sechsten auf Gelb. Hatte ich hier aufgeschrieben, weil ich dachte, boah, das macht vielleicht ein bisschen Angst oder vielleicht wird es gefährlich, wurde es nicht, weil fällt mir jetzt wieder auf, dass er nonstop gelbe Karte hatte, vorgewarnt war, aber hat dann sein Ding dann wohl so weit runtergespielt. Latte nach Freistoß, das war die erste Hochkarätte. Ich meine, es war Demirovic. Schöner Freistoß, schöne Flanke, der köpft den auch wieder perfekt, so ein bisschen wie gegen Dortmund-like, nur von weiter hinten und mit noch mehr Wucht. An die Latte leider, kommt zurück der Ball, eben da wieder ein bisschen Pech einfach, ne? Wenn so ein Ding mal reinsegelt, vielleicht entfacht sich ja mit Demirovic hier und da noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, zu Chancen kommt da ja nur gerade eben ein bisschen Aluminium-Pech in dem Fall gewesen, generell ein bisschen zäh gewesen, was aber auch klar war. Bochum ist keine Mannschaft für Ballbesitz, die hängen da unten drin, die versuchen hier wahrscheinlich im besten Fall lang die Null zu halten, vielleicht irgendwie einen Punkt mitzunehmen aus Stuttgart. Und wir hatten einfach, ja, spielbestimmt, aber eben schwierig durchzukommen durchs Bollwerk und schwierig, sich da richtig, ja, irgendwie in den Rausch zu spielen oder sowas. War schwierig in einem Tag. Führungschance, das Ding, glaube ich, auch nach Freistoß, nach Ecke, weiß ich gar nicht mehr, am langen Pfosten halt so ein bisschen vorbeirollt, also war es keine Riesenchance, das Demirovic-Kopfball-Ding war zum Beispiel größer, aber eben auch eine Chance. Auch hier und da wieder das Feeling gehabt, dass das zu schön gedacht wurde, ne? Hier vielleicht die eine Kombi mehr, der eine Dreher noch zu viel. Bleibt mir generell beim VfB so, kann man vielleicht auch positiv auslegen, dass die Jungs einfach Bock haben zu kicken, sich zu entfalten, den Nebenmann zu sehen und sowas, aber hier und da fehlt es mir weiterhin, dass die einfach mal geil sind auf den Abschluss, sich das Ding auch mal selber nehmen, auch wenn es dann im Zweifel vielleicht irgendwann mal komplett schief geht, in das Teil Richtung Eckfahne fliegt, ist mir egal, ich habe hier und da mal lieber noch einen Abschluss oder irgendwer, der sich mal traut, wenn er sieht, ein bisschen Lücke habe ich jetzt hier aus dem 16er mal drauf zu hauen, als dieses ständig schön, schön, aber wie gesagt, wenn das schön, schön funktioniert, dann ist es auch, sehr viel das Wort, aber nochmal schön, ne? Ist ja auch klar. Heute braucht es einen Arbeitssieg, auch das war schon klar. So ein bisschen Halbzeit-Fazit-mäßig war das. Heute braucht es einen Arbeitssieg. Dann schön auch da wieder gesehen, diese Gedenkaktion von Bochum mitgegangen von den Ultras oder generell vom Stadion, aber eben auch da hat der Capo nochmal gesagt: Ey Jungs, wir machen jetzt erstmal eine Minute Ruhe da drüben. Und ich glaube auch sogar auf dem eigenen Banner drauf gehabt, wer dann der Todesfall war. Ich glaube, gab es auch zwei bei Bochum, will jetzt gerade nichts Falsches sagen. Aber sogar quasi auch mit selber aufgeschrieben, Ruhe in Frieden, ich weiß gar nicht, wer es war, aber finde ich auch schon mal noch größer, weil sie so sagen, ey, wir machen einen Banner, wo wir auch den Namen draufschreiben von dem Kollegen, um den es sich handelt. Hätte auch einfach nur einen Banner nehmen können, wo ganz klassisch Ruhe in Frieden steht oder sowas, was immer wieder, glaube ich, auch hochgezeigt wird dann bei sowas. Oder Ultras sterben die oder sowas, so diese Klassiker, aber sogar der richtige Name stand drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Also auch das wäre eine krasse Nummer gewesen und auch generell immer wieder Wahnsinn zu sehen, wenn da irgendwie ein 60.000er-Stadion, 59.000 heute in dem Fall, still sind. Still sind für eine Minute und auch das ist ja nicht mal angesagt, weil die meisten Gedenkminuten sind angesagt, vorm Anpfiff so eine Minute Schweigen, danach Applaus und so. Und das war ja quasi nur von den Untergruppierungen gesehen, nur aus den Blöcken raus gesagt, Jungs, jetzt sind wir erstmal ruhig. Das war nicht vom Stadionsprecher, sondern einfach nur von der Szene raus quasi, Jungs, jetzt sind wir erstmal ruhig eine Minute. Und selbst dann, es war komplett still. Und das ist immer wieder krass und auch da merkt man immer wieder, das ist halt mehr als ein Sport. Fußball ist mehr als ein Sport, das ist mehr als, in Anführungszeichen, nur das Fan-Dasein oder wie auch immer, dieses Kollektiv und so, ne, Klassiker von in Farben getrennt, in der Sache vereint und sowas. Das ist jedes Mal wieder ein brutaler Moment, sowas mitzuerleben im Stadion, finde ich zumindest. Bleibe bei der Stimmung. Und da gab es natürlich immer wieder auch Kommentare, boah, war das heute scheiße und hier und da. Und ja, es war auch nicht wirklich gut. Auch hier habe ich hingeschrieben, Stimmung durchaus ähnlich zäh wie das Spiel. Aber ich mag es jetzt gar nicht an die große Glocke hängen, wie es vielleicht andere tun. Habe ich gar keine Lust drauf, weil wir haben immer noch ein gutes Grundniveau. Ja, es ist nicht so gut, wie es hier und da mal ist. Man merkt gerade, dass auch diese Stimmung
Top-Spiele braucht, dass sie ja auch auf dem Platz halt mal Chancenfeuerwerk braucht oder Spektakel braucht, damit es richtig abgeht und hier und da. Man merkt natürlich auch, dass jetzt halt viele auch kommen fürs Erlebnis, ne? Das ist natürlich alles was anderes, als wenn du jede Woche oder alle 2 Wochen im Heimspiel ins Stadion gehst und es geht um alles. Es geht um Abstiegskampf und jedes Spiel, jeder Punkt, jede Torchance wird zelebriert, weil sie wichtig ist und quasi am Ende des Tages über Abstieg, Relegation und Klassenerhalt entscheiden kann. Das ist eben gerade jetzt nicht mehr so. Also, es ist alles, finde ich zumindest, erwartbar, dass es jetzt halt zum Beispiel bei so einem Spiel gegen Bochum heute nicht scheppert wie gegen Frankfurt, nicht scheppert wie beim 5-1 gegen Dortmund. Ist ja auch ganz klar, aber ich fand es immer noch mehr als okay. Ich fand es nicht schlimm oder sowas. Natürlich merkt man, dass es abnimmt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr die Top-Spiele brauchen. Aber auch schon bei schwächeren Spielen oder schwächeren Gegnern, sage ich mal, auf dem Platt schwächeren Spielen, so vom Anlass her, sage ich mal, Sachen Top-Spiel oder eben nicht Top-Spiel, auch da ging es schon hier und da mehr ab, weil eben auch das Spiel mehr hergegeben hat, der Spielverlauf mehr hergegeben hat, mehr sich übertragen hat vom Platz auf die Fans, auf die Tribünen. Deswegen, wie gesagt, ja, war auch nicht wirklich brutal heute, aber auch nicht wirklich komplett scheiße. Von dem her ist auch noch so ein bisschen die Geschichte, was man selber daraus macht. Und natürlich kann ich mich auch anstecken lassen und kann sagen, ja, voll die Kackstimmung, jetzt mache ich auch selber nicht mehr mit. Das fühle ich auch nicht. Also ich habe trotzdem noch Spaß im Stadion, auch wenn die Stimmung vielleicht nicht so geil ist, habe ich trotzdem meinen eigenen Spaß im Stadion. So ist ja nicht. Also von dem her, ja, wie gesagt, ist alles so ein bisschen zu erwarten. Gehe ich auch mit, dass es besser sein könnte. Aber es sehe jetzt immer noch nicht so als das Drama schlechthin, wie es hier und da vielleicht gemacht wird. Dann Bochum Chancen gehabt in der 52. haben wir aufgeschrieben und dann kommt Führich, Traumtor, 55. und da direkt der Satz, der auch quasi nachher direkt ins Spielfazit weiterleiten, da eigentlich schon direkt. Das braucht es dann eben auch manchmal. Das braucht es dann eben. Individuelle Klasse. Pur war die Hütte. Schöner Schlenzer. Lange Ecke. Sehr schön gemacht. Und ja, deswegen Qualität. Qualität. Einzelaktion. So muss halt in allen Dingen reinfallen. Wäre es gleiche Fall von, da muss halt mal eine Ecke gut kommen oder so, was bei uns jetzt nicht so groß der Fall ist. Auch das habe ich hier unten nochmal stehen. Das ziehe ich mal vor den Punkt einfach. Das finde ich bleibt schlecht. Also Eckbälle finde ich bleiben weiterhin schlecht. Hat Vers gesagt, Freistöße auch, aber wurde direkt widerlegt mit dem einen guten Freistoß mit dem Kopfball und Latte dann in der ersten Halbzeit. Aber ich finde Ecken generell, wir hatten schon wieder 7 Ecken und ich kann mich nicht an eine einzige erinnern, die irgendwie halbwegs interessant war. Deswegen, das bleibt für mich ein Thema, dass du wirklich aus Ecken auch ein bisschen mehr rausholen darfst, eben gerade in solchen Spielen, so Nussknackerspiele. Brauchst du eigentlich mal einen Eckball, siehe Frankfurt, die bei uns in der ersten Halbzeit, Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gehen, eben mit einer Ecke, zweite Chance im Spiel, aber das Ding ist halt drin und es steht 0:1 auf der Anzeigetafel. Das fehlt mir hier und da noch, aber in dem Fall, auch das geht ja genau ins selbe, bläst ins selbe Horn, ist eben Qualität, individuelle Klasse, Qualität. Danach eine Bochum-Chance direkt und danach der VfB selber nochmal eine Chance gehabt, eine gute Szene gehabt, dann auch wieder kurz Stimmung drin, ne, nach dem Tor Stimmung drin gewesen. Und dann Stillereien, wollte mal raus zum Beispiel. Mio in die Wolken aus 5 Metern. Das war leider wieder so eine Szene, Thema Chancenwucher-mäßig, wo er einen Ball kriegt, 5 Meter vor der Hütte, nimmt ihn nochmal an. Auch das war schon komisch, kann ich direkt verwandeln, sage ich mal. Aber vielleicht war es schwer zu nehmen. Nimmt nochmal an, auch fein. Dann liegt er eigentlich wirklich 5 Meter vor ihm, muss er nur noch Volley irgendwo eine Latte jagen. Und der Latte ist halt nicht das Thema, sondern 8 Meter drüber. Auch das wieder, also hier und da, auch wieder das Latte, war natürlich mehr Pech als irgendwie Unvermögen, aber Chancenverwertung war auch heute so ein bisschen ein Thema. Spiel vielleicht schon früher zuzumachen, tatsächlich. 7:5 Torschüsse nach 62 Minuten habe ich mir aufgeschrieben. Und dann kam eben die Szene, die das Spiel entschieden hat. Deal und Rieder rein. Schon geschrieben, habe ich Bock drauf. Natürlich nicht prognostiziert, dass das passiert, was passiert ist, aber schon geschrieben, da habe ich Bock drauf. Vor allem auf Deal hatte ich Bock. Mio führe ich raus und halt direkt die Co-Produktion, Rieder, Deal. Endgeile Nummer, 78. 2:0, Händchen von Hoeneß, das goldene Händchen von Hoeneß, nach Sekunden, nach Momenten direkt das Tor gefallen. Rieder mit einem bockstarken Ball durch die Mitte, auch davor muss man sagen, ne, Demirovic, klar, wieder kein Tor gemacht, aber der ist halt da, der ackert, der ist wichtig fürs Spiel, auch da macht den Ball fest, gibt ihn weiter, war eine wichtige Szene. Abstoß kommt genau auf Demirovic, da wo es dann hingeplant ist, wo Nübel hinzielt, kommt dahin, nimmt er an, verarbeitet er, geht er weiter auf Rieder und der mit dem Traumpass natürlich schlechthin. Durch die Bochumer Abwehr, durch Deal vor der Hütte, macht es auch eiskalt, flach, kurzes Eck, sehr, sehr schön. Das war es dann eigentlich. Da war schon klar, 2-0, 78. Da muss schon was passieren, dass das Spiel nicht auf unsere Seite läuft. 10:6 Torschüsse waren es in der 81. Minute. Hier und da wieder, dann haben sie wieder hier und da ein bisschen gezaubert, habe ich mir aufgeschrieben, weil hier und da gab es schon wieder Kombis und wieder kurz runtergespielt, nochmal
den Schlenker mehr und nochmal statt abzuschließen, nochmal den Ball zurückgelegt in den 16er, irgendwie Ball ins Tor tragen, mäßig, aber eben deswegen geschrieben, jetzt zaubern sie wieder, weil es halt ein bisschen mehr funktioniert hat. Ne? Es hat ein bisschen was gelöst, sie führen jetzt, das Spiel ist wahrscheinlich entschieden und sowas, das Heimspiel ist wichtig, 3 Punkte und so weiter. Und da hat hier und da mehr von dem funktioniert, von den Kombinationen funktioniert, die ich zur ersten Halbzeit zum Beispiel noch formuliert hatte, als immer wieder zu schön gedacht. Ne? So in dem Sinn gemeint, noch hier und da Chancen verdattelt, ein Deal zum Beispiel, muss irgendwie auf Rieder rüberschieben, kurz vor Schluss, macht er nicht, aber ja, Ende des Tages auch egal. Abpfiff kam, 2:0 Sieg und damit kommen wir eben auch zum Spielfazit. Wichtige Punkte, auch da muss man sagen, fairerweise standesgemäß, das ist immer noch letztes Jahr Vizemeister gegen letztes Jahr Relegationsrettung, aktuell 18, wir immer noch auf der 11 oder vor dem Spiel waren wir auf der 11, jetzt ja auf Platz 7 mit 16 Punkten, auch da muss man sagen, also vor dem Sonntagsspiel logischerweise, aber auch da, ne, stehen voll im Lot. Ist völlig in Ordnung, stehen völlig fein da, du, wie gesagt, es bleibt dabei, hat man ja schon so ein bisschen. Saison-Zwischenfazit-mäßig nach den ersten 10 Spieltagen. Gewinn halt Mainz zu Hause, gewinn in Wolfsburg, gewinn irgendwas von diesen Spielen, hab 2 Punkte mehr auf dem Konto, du hängst noch weiter oben, deswegen auch da voll im Lot, Pokal voll dabei, Champions League voll im Lot. Ne? Also das sieht schon alles sehr, sehr ordentlich aus. Wurde mir hier und da auch ein bisschen zu viel Drama gemacht, aber wie gesagt, von den meisten ja nicht. Wieder ein paar Einzelfälle von mir aus. Aber ne, zum Spielfazit standesgemäß, Arbeitssieg und auch da wieder muss halt so auch mal sein dann. Schön auch mal in dem Fall, dass die Qualität den Unterschied gemacht hat. Die Qualität von Führig, die Qualität dieser Einwechslung, dieser Doppeleinwechslung, der Kombination dann hat es entschieden, weil wir waren überlegen, das ist ein hochverdienter Sieg, ne? Bochum hat jetzt nicht wirklich große Chancen, wir vielleicht so ein oder anderthalb vielleicht Chancen, also auch keine Hochkaräter, wir hatten noch diese Lattenszene, wir hatten noch ein, zwei Chancen, ein, zwei Aktionen, die wir nicht gut ausspielen, also es war alles verdient, aber es hat trotzdem, ne, diesen Nussknackermoment gebraucht mit dem Traumtor von Führig und der Einwechslung, diesem sofortigen Wirkung nach ein paar Sekunden, damit das Spiel final auf unserer Seite ist, weil 1-0 bleibt natürlich weiter immer noch spannend, deswegen das sind Sachen Qualität gemeint. Und ja, so muss es eben. So muss es auch mal sein. Man musste diese Punkte holen, man hat sie geholt, passt. Weiter so, auch wieder schön. Das ist das einzige Gute gerade, dass wir gefühlt ab 17 Uhr oder noch früher komplette Dunkelheit haben. Flutlicht. Flutlicht ist immer geil. Am Ende diese weiß-roten Effekte immer noch nach Abpfiff. Sieht immer wieder wunderschön aus. Und ja, jetzt sind wir in der Phase an. Jetzt fängt die Phase an mit den 3 Punkten. Wo, noch das ist natürlich logischerweise deutlich leichter gesagt als getan, aber an sich du kein Spiel mehr verlieren brauchst, rein auf dem Papier. Ja, auch trotz des Verletzungspechs wirkt mindestens die erste Mannschaft steht da stark da und wirkt hier und da kannst du von der Bank ja trotzdem auch noch gut wechseln. Auch wenn natürlich ich mich nicht darüber freue, dass die Verletzungen passieren, aber sie passieren leider. Und ja, trotzdem, das ist hier und da natürlich auswärts eklig. Ich habe die Partie mal aufgeschrieben. Bremen ist immer schwer für uns auswärts. Heidenheim ist auch eklig. Champions League ist Champions League, du darfst ja niemanden unterschätzen, aber trotzdem, Belgrad ist machbar an sich, Bratislava muss machbar sein an sich, Pokal ist ein Zweitligist auswärts, der auch unten im Abstiegskampf hängt, ne? Aber vor allem darauf gezogen, ne? Thema, man muss kein Spiel mehr verlieren auf dem Papier, gerade die Heimspiele darf man sehr, sehr positiv gestalten, ich formuliere es mal so, Union zu Hause am Freitagabend, Bern, Champions League ist ein absoluter Muss, wenn du weiterkommen möchtest, Pauli ist dasselbe, bläst dasselbe Rohr quasi wie Bochum tabellarisch, das musst du auch holen kurz vor Weihnachten, ne? Also wie gesagt, das ist logischerweise viel leichter gesagt als getan, ich erwarte auch in keiner Welt, dass wir alles gewinnen. Ne, wenn ich sage, da brauchst du kein Spiel verlieren auf dem Papier, dann spreche ich auch von einem Punkt in Bremen, einem Punkt in Heidenheim und vielleicht da sogar auch einen Punkt in Belgrad oder Bratislava. So, gerade die Auswärtsspiele sind, finde ich, ziemlich eklig hier und da. Vor allem, wie gesagt, Bremen und Heidenheim. Bremen letztes Jahr auch verloren, ein bisschen unglücklich, ne? Aber wie gesagt, auf dem Papier, wir haben das einfachste Restprogramm in der gesamten Bundesliga bis Weihnachten von der Tabellensituation. Durchschnitt, also ich glaube irgendwie 12,4 oder so, ist unser durchschnittlicher Gegner gerade in der Tabelle. Bis Weihnachten, wie gesagt, da fehlt noch Leipzig und Augsburg dann, ne? Die noch im neuen Jahr kommen, damit die Hinrunde abgeschlossen ist. Deswegen auf dem Papier musst du keins verlieren, aber natürlich ist alles viel leichter gesagt als getan. Nur trotzdem ist so ein bisschen als Ausblick, denn jetzt geht es erstmal in Belgrad. Da gilt es jetzt. Da gilt es Vollgas zu geben, da gilt es sehr, sehr wichtige 3 Punkte einzufahren für den, ja, fürs Überwintern in der Champions League, weil auch da halt brauchst du halt Punkte Belgrad, da brauchst du Punkte vor allem Bratislava.
die nochmal einen Tacken schlechter sind, glaube ich, als Belgrad, wenn man sich die bisherigen Spiele anschaut, die Gegentore und so weiter und so fort. Bern zu Hause ist ein Pflichtding und dann hast du ja zur Not auch immer noch PSG am letzten Spieltag, wo ja vielleicht auch was geht. Halte ich uns auch nicht für chancenlos, aber natürlich wäre es schön, wenn du quasi deine Punkte hast. Du brauchst ja so 8, 9, 10 Punkte, um diese Zwischenrunde zu kommen. Aktuell hast du 4, heißt 6 Punkte holen, mindestens mal 2 Siege aus Belgrad, Bratislava und Bern vor PSG, damit du da schon mal durch bist vom letzten Spieltag. Das halte ich für sehr realistisch, wie gesagt, ohne jetzt irgendwie Erwartungshaltungen auf irgendwelche Level zu schieben, die unrealistisch sind. Tue ich, glaube ich, nicht. Aber auch da gerne der Ausblick von euch in diese wilde Phase jetzt hinein, was ihr glaubt, was drin ist, was wir an Punkte holen können. Und ja, dass man diese Phase nutzen muss, ist, glaube ich, ziemlich klar. Auch in der Liga eben vor allem, aber natürlich auch in der Champions League im Pokal. Deswegen gerne in die Kommentare. Natürlich wie immer mit allem zum Video, zum Spiel. Ab in die Kommentare mit euch. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Natürlich auch wie immer gerne kostenlos das Abo und den Like da lassen. Wichtig und richtig, wie gesagt, der leichte Weg zu den 10.000 Abonnenten ist eingeschlagen. Das war eine wahnsinnige Marke, worüber ich mich sehr freuen würde und wir uns generell dann zusammen drüber freuen dürfen, weil das ist eine Marke, die wir zusammen erreicht haben, die nicht nur ich erreicht habe. Deswegen in dem Sinne, sagt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.